Endlich wieder Dividendenaktien mit Rabatt, nachdem es in den letzten Videos ja eher um heiße Eisen ging, mit hohem Potenzial auf Kursgewinne. Jetzt endlich wieder beides, Potenzial auf Kursgewinne und Dividendenaktien, wo dies sogar noch eine im historischen Vergleich außergewöhnlich hohe Dividendenrendite aufweisen. Was kann es denn Schöneres geben? Ja, herzlich willkommen, meine lieben Aktienfreunde. Genau darum geht es ja. Es geht um langfristig steigende Kurse und Dividenden. Und mein Name Thorsten Tiedt, ich bin der Gründer der Seite Aktienfinder.net. Wir haben ja mittlerweile über 105.000 Mitglieder registriert. Das ist ein relativ bekanntes Ganze. Aber eine Stelle, eine Warnung: Bitte nicht blind Aktie kaufen, nur weil ich von der Aktie angetan bin oder sie vorstelle. Noch eigene Recherche betreiben, bevor ihr eventuell auf den Kaufbutton drückt. Die erste Dividendenaktie mit Rabatt, das wäre L3Harris Technologies. Ich habe mal Lockheed Martin mit reingenommen zum Vergleichen ein bisschen. Wir sind hier also in der Rüstungsindustrie tätig. Die ist natürlich ethisch umstritten, aber dass sie gebraucht wird, ist unumstritten. Ich möchte jetzt gar nicht weiter darauf eingehen. Was L3Harris Technologies interessant macht, das ist das Umsatzwachstum. Das liegt nämlich auf den letzten 5 Jahren mit 23% jährlich deutlich über dem beispielsweise von Lockheed Martin mit lediglich 5%. Wie das möglich ist, komme ich gleich drauf. Und das andere, was es interessant macht, ein potenzielles Investment, ist die Dividende, denn die ist in den letzten 2 Jahren deutlich gestiegen von 1,3 auf über 2,3% und soll ja noch weiter steigen. Wir haben hier auch einen sehr zuverlässigen Dividendenzahler. Dividende seit 22 Jahren gesteigert, ein Jahr mehr als Lockheed Martin. Jetzt aber, wie hat es L3Harris Technologies geschafft, die Umsätze so stark steigen zu lassen? Die haben ein bisschen geschummelt, die haben nämlich hier zugekauft. Man sieht hier, beziehungsweise gerade durch einen Zusammenschluss kam es auch noch zustande. Wir haben hier 2019 Umsatz im Juni noch von 6,8 Milliarden. Und plötzlich 6 Monate später von 18,5 Milliarden, also mal verdreifacht. Und das kommt durch den Zusammenschluss zustande zwischen L3 Technologies und der Harris Corporation zu L3Harris Technologies. Gleichzeitig haben wir aber auch einen Margenrückgang von operativer Marge 19 auf 12%. Also der neue Konzern, das neue Konglomerat, ist also margenschwächer, als es vorher der Fall war. Und dann haben wir noch ganz stark steigenden Goodwill, insgesamt steigende Bilanz natürlich, weil mehr Vermögenswerte in der Bilanz sind durch den Zusammenschluss, aber auch stark gestiegener Goodwill, der komplett von Jahr zu Jahr zur Abschreibung führt, werde ich auch gleich was sagen. Weiterhin setzt das Management auf aggressives oder zugekauftes Wachstum. Beispielsweise im Jahr 2020 wurde Aerojet Rocketdyne für 4,7 Milliarden US-Dollar gekauft und vermutlich ist man hier einer Aufholjagd dabei, das Management. Denn wenn wir uns die Marktkapitalisierung angucken, sehen wir, dass L3Harris Technologies mit 34 Milliarden noch deutlich hinterherhinkt, hinter Lockheed Martin mit 103 Milliarden Euro. Nichtsdestotrotz, wir haben hier einen soliden Dividendenzahler vor uns. Und wenn wir jetzt mal hier schauen, zwischen Gewinn, bilanzierten und bereinigten Gewinn, da sehen wir, dass eine relativ große Lücken klaffen. Vom Jahr 2022 beispielsweise der bilanzierte Gewinn bei 5,49, der bereinigte bei 12,90. Bitte merken die Zahlen, 5,49, 12,90. Denn wenn wir hier den Geschäftsbericht gucken, da sehen wir sie wieder. 5,49, 12,90. Was wir da auch noch sehen, ist die ganzen Positionen, die im Prinzip die Abweichung erklären. Und da haben wir hauptsächlich die Kosten des Mergers, Integrationskosten weiterhin. Und dann haben wir hier Abschreibungen einmal hier und einmal hier auf Goodwill unter anderem. Das ist ja, muss man sich ja so vorstellen, dass das hier, dass man hier extrem viel zugekauft hat. Das sind ja auch in unterschiedlichen Segmenten tätig mit sehr vielen Technologien, sehr vielen Patente drin und so weiter. Und da wird halt immer wieder was abgeschrieben. Ist jetzt erstmal nicht dramatisch, solche Abschreibungen, sehe ich jedenfalls so. Denn wenn wir hier den operativen Cashflow einblenden, dann sehen wir, dass der operative Cashflow, also der tatsächliche Geldfluss, viel, viel näher am bereinigten als am bilanzierten Gewinn liegt. Und wenn wir den freien Cashflow einblenden, dann sehen wir hier, dass die Dividenden schön gedeckt sind und dass sich die Situation noch verbessern soll in naher Zukunft. Insofern
bin ich optimistisch gestimmt, dass die Dividenden weiterhin erhöht werden. Das Management hat auch sich vor kurzem geäußert, also im Geschäftsbericht 2022, hat gesagt, wenn es hart auf hart kommt, dann fahren wir lieber die Aktienkäufe zurück, damit wir die Dividenden weiter erhöhen können. Jetzt gleich zum fairen Wert. Und wenn wir den fairen Wert uns anschauen, dann sehen wir hier den fairen Wert bereinigt. Und das macht die Aktie auch noch interessant, denn obwohl der Aktienkurs wieder zurückgekommen ist, also die Aktie hat korrigiert bis auf 160 US-Dollar. Momentan kostet die Aktie 195 Dollar, deutlich mehr, aber der faire Wert liegt bei 209 US-Dollar. Und haben wir ein Renditepotenzial hier von 12,1% jährlich auf die nächsten 3 Jahre. Also um den fairen Wert zu berechnen, haben wir das durchschnittliche KGV genommen von 16,9 und momentan liegt es bei 15,8, von daher die Unterbewertung. Und dann haben wir hier Wachstumsraten im hohen einstelligen Bereich erwartet für die nächsten Jahre, sodass aus meiner Sicht solche KGVs um die 16 durchaus zu rechtfertigen sind. Das wäre die Aktie Nummer 1. Und für all diejenigen, wo das ein bisschen zu martialisch ist, Rüstungsindustrie, habe ich jetzt was anderes. Und zwar haben wir hier Luxus im Gepäck. Da habe ich jetzt mal hier Burberry mir ausgesucht und die 3 anderen Aktien aus Frankreich und einen anderen Luxushersteller einfach mal ein bisschen zum Vergleich mit reingenommen. Also Burberry ist der kleinste, der ist auch aus Großbritannien. Und wenn wir uns mal hier auf die Bewertung schauen, dann sehen wir hier, dass wir im Vergleich zu LVMH und Hermes in erster Linie eine deutlich günstige Bewertung haben. Hier auf KGV bereinigt von lediglich 12 im Vergleich zu 60 bzw. 25 den anderen Unternehmen. Nur Kering ist ähnlich günstig bewertet und Kering hat auch hier anhand der Kennzahlen für die Bewertung bzw. für den fairen Wert ähnlich hohe Abschläge. Allerdings hat Burberry noch höhere Abschläge zu verzeichnen. Und bei Burberry, was die Aktie auch interessant macht, selbstverständlich auch die Dividendenrendite, die liegt nämlich jetzt bei über 4%, 4,2%. Die Dividende wurde ausgesetzt im Zuge von Corona hier im Jahr 2020. Das sieht man dann auch hier. Hier sehen wir erstmal den Einbruch und dann gab es für das Geschäftsjahr in der Folge keine Dividende, obwohl sie hätte finanziert werden können. Aber ist aus meiner Sicht jetzt kein Beinbruch. Man war halt sehr vorsichtig. Das war eine Situation, eine Ausnahmesituation, wo das Management nicht wusste, was wird jetzt passieren. Hat man halt eben sein Geld zusammengehalten. Wir sehen hier, dass die Bilanz extrem solide ist, also sehr solide ist. Man hat zinstragende Schulden, aber man hat einen schönen, stabilen, freien Cashflow und da bleibt immer noch was hängen, nachdem die Dividende ausgeschüttet wurde. Und man hat auch noch entsprechend hohe liquide Mittel, auch wenn die jetzt ein bisschen niedriger geworden sind und relativ niedrigen Goodwill bzw. überhaupt keinen mehr. Hier gab es also vor kurzem Abschreibung. Das Geschäft an sich ist ein bisschen Turnaround-Wert, ist jetzt nicht so gut gelaufen, wie man sich hätte vorstellen oder wie man sich gewünscht hätte. Langfristig, also vielleicht auch noch interessant, machen wir mal einen Performance-Vergleich hier mit dem Branchenprimus LVMH, was man hier alles so machen kann im Aktienfinder. Da sehen wir, dass LVMH, das ist auf die letzten 10 Jahre deutlich besser gelaufen ist als hier Burberry. Hier sehen wir es auch nochmal im Vergleich. Burberry hat Kursverlust, ganz leichte Kursverluste hingelegt und LVMH hat sich mal verfünffacht. Wenn wir jetzt mal auf die letzten 20 Jahre gehen, da, oder nur hier rein, auf den Zeitraum hier. Da sieht man, dass es durchaus einen Zeitraum gab, in dem Burberry gut mithalten konnte mit LVMH oder sogar outperformed hat über viele Jahre. Hier ist er ja outperformed von 2004 bis 2017. Das sind nur die letzten Jahre, in denen die Burberry-Aktie nicht so gut gelaufen ist. Deshalb hat man auch den CEO ausgetauscht, der neue CEO dieses Jahr, Daniel Lee, also ein junger Mann, 86 geboren, ein Modedesigner, also nicht ein Manager mit der grauen Theorie. Der hatte Bottega Veneta, Luxusbrand aus Italien, auch auf Vordermann gebracht als Manager. Und jetzt ist er für den Turnaround bei Burberry verantwortlich. Wir haben hier also ein bisschen eine Turnaround-Aktie. Wir sehen aber auch, wenn wir jetzt in den fairen Wert reingehen, dass hier wir keine Aktie haben, die jetzt fundamental schlecht dasteht. Im Gegenteil, schauen wir uns den bereinigten Gewinn an, der ist nah beim Allzeithoch, während die Aktie jetzt beim Börsenkurs notiert, den sie auch schon im Jahr 2011, 12 hatte.
also vor über 10 Jahren. Und daraus ergibt sich ein Renditepotenzial, das sehr hoch ist. Und zwar haben wir hier, ich zoome mal hier auf die letzten 10 Jahre rein, hier ein Renditepotenzial von sage und schreibe 29% jährlich für über 2 Jahre. Und man muss jetzt nicht den fairen Wert so komplett hochziehen wie da. Der faire Wert liege dann bei knapp 26 britischen Pfund, wo die Aktie ja übrigens schon war, vor ungefähr einem halben Jahr. Da war die Aktie sogar noch teurer. Es würde ja schon reichen, dass die Aktie nur gerade so auf knapp 20 britische Pfund steigt. Die Rendite liege dann immer noch bei jährlich 16%. Insofern könnte das durchaus eine interessante Aktie sein, wenn man für sich aus noch Luxus im Depot sucht oder wenn man auch ein bisschen diversifizieren möchte und beispielsweise schon, wie ich, LVMH im Depot hat. So, das waren jetzt mal 2 Dividendenaktien mit Rabatt. Es gibt noch viele mehr. Vielleicht mache ich diesen Monat nochmal so ein Video, weil es macht ja auch Spaß. Wir haben übrigens, wer noch mehr Dividendenaktien mit Rabatt möchte, ja hier eine komplette Serie, wo meine Kollegen noch viel detaillierter als ich jetzt hier in dem Video euch einzelne Aktien vorstellen, die momentan mit Rabatt zu haben sind. Ich glaube, die nächste Serie, die müsste auch bald kommen. Wir haben hier die Roadmap. Ah, hier kommt erstmal kaufenswerte Aktien. Okay, hier seht ihr, was als nächstes kommt. So, dann, wenn ihr glaubt, ihr habt eine Dividendenaktie mit Rabatt gefunden, die ich mir mal anschauen sollte, schreibt einen Kommentar rein. Ich lese alle Kommentare und vielleicht wird die dann als nächstes analysiert. Okay, danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch schöne Tage und bis zum nächsten Video. Tschüss.